allgemeine Sitzheizung. Ach, Sitz, habe ich ja schon wieder gesagt. No, Cut, allgemeine Sitzhaltung. Knieschläfertraining machen wir heute. Und ihr könnt ja schon Kurven fahren. Das hier habt ihr euch für das fortgeschrittene Training angemeldet. Machst du denn da? Ah, der Kram. Ach so. Früher war da die Erektion. Und ja, da schleift schon alles. Moin, hier ist er, der Himmi. Der Olli hat jetzt hier meine Knieschleifer dran an seinem Kombi. Ja, heute geht's ums Knieschleifen. Also es wird noch mal schräger als gestern. Meine Knieschleifer, die könnte ich jetzt an Kombi dran machen, wenn ich in die Eisdiele fahren würde. Mache ich nicht. Ich bin da ehrlich, also ich muss da nicht mit angeben. Das war nicht ich, das war der Olli. Knie am Boden. So, mein Knie war beim Arsch. Wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, sieht komisch aus, aber also kaputt und hat nicht mehr mitgespielt. Ich konnte also kaum noch gerade auslaufen, geschweige denn hätte ich eine Gewichtsverlagerung auf den Fußrasten ordentlich hinbekommen. Deswegen habe ich schon am Samstag nicht mehr alle Turns mitgemacht. Ich habe immer wieder mal ausgesetzt. Und ich bin gespannt. Wir haben jetzt mal noch eine Kamera hier am Motorrad befestigt, meine 360-Grad-Kamera. Da gibt es noch mal schöne Bilder, die ich euch dann einblenden kann. Und ja, ist eine kleine Gruppe heute, 4 Teilnehmer. Und ich nehme an, der Olli wird gleich instruieren. Herzlich willkommen. So, kleines Grüppchen heute, zu dritt. Die Nummer 4 ist irgendwo noch unterwegs oder in der Badewanne eingepennt, was weiß ich, keine Ahnung. Also wie die Kurve funktioniert, brauchen wir ja dann nicht mehr groß eingehen. Der Himmi ist bei uns vom R1250 Forum. Der Himmi dreht für uns ein bisschen, was wir hier so treiben. Jetzt bräuchte ich von euch erstmal euer Einverständnis. Darf er das oder darf er das verwenden, wenn ihr drauf seid? Also alles, was privat ist oder so, taucht natürlich nicht auf. Nur irgendwelche Fahrsequenzen oder wenn ihr euch kaputt freut oder sowas, das könnt ihr schon auftauchen. Ja. Ich hänge zwar mit dem Knie auf dem Boden, aber der Oberkörper ist leider Gottes zu weit über dem Motorrad. Ja, ich würde ja auch gerne mal einbeinen, die Knieschleifer. Mhm. Und meine Absicht ist halt eben heute, das eigentlich zu verfeinern. Also nicht unbedingt auf die Knie zu kommen. Aber wenn es natürlich klappt, wäre schön. Gerade die Guess-Modelle von BMW, die sind ja so ausgereift, die nehmen einem ja beim Fahren unheimlich viel ab. Das sind ja einfach Kurvenschweine, auch wenn du dich nicht viel drauf bewegst. Das ist ja genau eigentlich das Schlechte. Man wird faul auf den Dingern. Aber auch mit denen geht viel mehr, wenn man sich mit dem Körper noch ein bisschen auf dem Motorrad bewegt und drauf rumhampelt. Probieren wir das einfach mal. So, das Sven instruiert auch bei uns. Wir beide sind immer dabei, zu schauen, was macht oder verbessern könnt. Nachher seid ihr, oder sind wir mit euch per Funk verbunden und sagen euch dann beim Fahren, jetzt das machen oder dies fehlt oder das fehlt. Ja, das Anfahren von den Rollen aus, das heißt, man fährt so los, wenn die in Schräglage ist und auf den Rollen steht. Erhöhen von der Fliehkraft erreichen wir entweder, wenn wir bei dem gleichen Kreisradius die Geschwindigkeit erhöhen, im Prinzip Kettekarussell, ne? Das geht leider auseinander, oder aber wir behalten die Geschwindigkeit bei und machen den Radius kleiner. Dann erhöhen wir auch die Fliehkraft und das Motorrad stellt sich auch auf. Das beide in Kombination ist natürlich jetzt dann Creme de la Creme, wenn wir das richtig zügig. Also jetzt mal sehen, wie einfach das wirklich geht, ohne dass man sich körperlich anstrengen muss. Der Olli fährt euch jetzt mal vor, hier auf der gelben Kreislinie fährt er jetzt rund im ersten Gang und dann nur durch einen Lenkimpuls, ohne dass er sonst irgendwas macht, stellt das Motorrad auf. Das ist komplett ohne körperliche Anstrengung. Das Hütchen hier an,
Und ungefähr hier, also wenn ich hier auf das Schiff zufahre, fixiere ich das Rote. So im Augenblick kann ich das einfixieren. Und ungefähr hier drehe ich den Kopf. Mhm. Guck darüber, da will ich nämlich hin. Also sobald ich eingelenkt habe, sobald ich den Einlenkvorgang gemacht habe. Hier gehen wir langsam ans Gas. Dann sind wir hier oben, unser Blick wandert da runter Richtung Feld, das ist unser nächster Punkt, den wir anvisieren. Und der Motor muss hier schon schaffen, ab hier wird beschleunigt. Hier geht's los. So, laut Olli war das jetzt der letzte Schauer für heute. Ich bin mal gespannt, aber da hinten kommt die Sonne tatsächlich schon raus. Und hier werden die Ausleger jetzt wiederum verkürzt. Und dann sind wir bei 42. Ja, ja. Meint man gar nicht, ne? Aber doch, das fahrt ihr. Ihr merkt es immer, wenn die Rolle den Boden berührt, ist das diese Schräglage. Wo ist das? Sitzen wir richtig auf dem Motorrad, was macht der Körper? Wir probieren immer, die Last vom Lenker wegzunehmen. Dass wir die Lenkstange wirklich nur als Lenkstange benutzen, nicht als Haltestange. Das heißt, beim Bremsen müssen wir uns irgendwie mit dem Oberkörper halten. Das funktioniert dadurch, dass wir Spannung im Rumpf aufbauen, dass wir mit den Knie den Tank umschließen, umfasse und uns dort abstütze. Und mit den Fußraschen natürlich, mit den Füßen natürlich auf der Fußrasche. Auf der Sitzbank haben wir einen Faustbreit Abstand zum Tank ungefähr. Das gibt uns die Freiheit, um den Tank drumherum zu rutschen, wenn man die Kurve wechselt. Wenn wir dann in der Kurve drin sind, haben wir das kurvenäußere Bein. Das soll hier am Tank anliegen. Bei dir, Jörg, du warst schon wirklich so ein Stück ungefähr weg davon. Ne? Also das kostet dich unheimlich Kraft, wenn du dich dann auf der Sitzbank halten willst und drückst dein Knie noch weg. Lass dich in der Kurve gegen den Tank rutschen. Und dann mit dem Arsch wirklich von der Sitzbank runter. Also da gibt es so ungefähr Ritzekante, nennt man das. Ne? Also wirklich die Hälfte vom Arsch ungefähr auf der Kante von der Sitzbank. Oder sogar noch weiter unten drunter. Also ihr verkeilt euch hier zwischen Tank und Raste. Raste, hier das Spannung aufs Bein und dann kann... Probier mal zu wackeln. Versuch mal mein Knie wegzudrücken. Ja, fest. Na? Das ist genau die Position, die ihr braucht. Dann geht das auf den Ellbogen oder den Knie. Oder mit dem Helm. Ihr müsst richtig mit dem Popo von der Sitzbank. Okay. Also, Knie auf dem Boden, dann ist zum einen, jetzt machen wir erstmal die Nummer, es sieht cool aus, wenn man an die Eisdiele fährt und das Knie ist verschabt, sagt man, okay, ich kann Knie schleifen, das ist das eine. Der technische Hintergrund ist, wenn man irgendwo zügig auf der Strecke unterwegs ist, ertastet man mit dem Knie, wo man ungefähr bei der Schräglage ist. Man hat also irgendwann so den Punkt drin, da weißt du, du sitzt so auf der Sitzbank, das Knie ist so weit draußen, wenn es dann kratzt, weiß ich, 45 Grad, noch ewig Luft. Dann zieht man das Knie rein und geht noch tiefer in die Kurve. Das ist der Grund, warum man es überhaupt macht. Der Kontakt vom Knie zum Boden. Wichtig hierbei ist, dass die Füße mit den Ballen auf den Rasten sind. Ihr macht das alle richtig, ich sag's nur extra nochmal. Also genauso wie ihr die Füße stehen habt, ist das richtig. Das heißt, du brauchst hier gar keine Last mehr. Du brauchst das hier eigentlich nur noch, um das Gas zu bedienen. Ja. Alles andere geht mit Körperspannung. Also, ist quasi hier rundum Betreuung. Und jetzt gibt es eine Funkverbindung zum Fahrer, der gerade dran ist. Und der wird nochmal in allem Möglichen, was er macht, angeleitet. Unter anderem die Blickführung. Die Körperhaltung, wo sind die Füße auf der Fußraste, passt das alles? Wo sitzt man auf der Sitzbank? Ja? Und da wird drauf geguckt und da gibt es dann entsprechend, ja, bei jeder Kehre eine entsprechende Anleitung, Anweisung, ja, wie es eventuell noch besser geht. Und da sind wir schon fast unten gewesen auf der Rolle, beziehungsweise dann auch auf dem Knie. Echt? Soll man doch gar nicht, völlig, oder? Völlig wahnsinnig. Mit einem Hand am Motorrad fahren hier dagegen drum. Schau dir das an. Aber du hast gerade eben was schön erklärt. Und zwar, das hat sich so eingebrannt von gestern schon, Lenkstange, nicht Haltestange. Genau. Worum geht es da genau bei der Übung, die wir jetzt hier machen? Es geht einfach darum, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir uns nicht am Lenker festkrallen.
Das kriegen wir hin, indem wir nur mit einer Hand lenken. Weil mit der anderen Hand sind wir ja dann nicht am Lenker. Und dann brauchen wir das nur noch, um den Lenkimpuls einzuleiten und um Gas zu geben oder Gas wegzunehmen. Genau, du sollst die Arme von der Lenkstange entkoppeln, sodass irgendwelche Fahrmanöver oder Erschütterungen, die irgendwie aufs Vorderrad wirken, sich nicht auf den Körper übertragen. Und andersrum, wenn du mit dem Körper verkrampfst, dass du das auch nicht aufs Vorderrad übertragen kannst. Ja, ja. Okay, du hast gerade eben auch gesagt, Krampfen fängt im Kiefer an. Ja. Ich kenne das sehr gut, wenn ich eine stramme Fahrt hinter mir habe, dann habe ich einen extremen Speichelfluss. Ja. Und tatsächlich auch hier im Kiefer, die Wangen, die Muskulatur wirklich komplett verbissen. Ja? Genau, das ist das richtige Sprichwort. Ja. Da kommt das auch her, wenn man verbissen etwas tut. Ja. Und dann wird der Kiefer halt steif. Und dann ein Liedchen pfeifen oder einfach lachen und das lockert. Okay, ja. Und kurz danach kommen die Hände am Lenker und dann heißt es Klavier spielen, also diesen hier. Und dann mit den Ellenbogen wackeln. Und das in Kombination, dann haben wir den Ententanz auf dem Motorrad. Wunderbar. Sieht total behämmert aus, bringt aber unheimlich viel. Jetzt sind sie kaputt. Ja, der Thomas lässt jetzt richtig schleifen hier. Ist der Kracher. Die Auslöser sind jetzt noch mal ein Stück höher gekommen. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei 48 Grad, wenn die Rollen aufsetzen. Also die sind auch jetzt fürs Knie nicht mehr im Weg. So, also erstmal von meiner Seite, das habt ihr alle top gemacht. Die Fortschritte, die waren richtig klasse, also so finde ich das jetzt mal. Das Wetter war auch überwiegend toll, wir hatten ja alles dabei. Die Reifen haben es mitgemacht, Motorrad lebt noch, von euch strahlt jeder. Thomas, was du vor, was du heute vorhattest und was du erreicht hast, erzähl uns mal was. Also zum einen zuerst mal Dank an alle, besonders an Olli. Olli, das hätte ich da nicht zugetraut, es war super. Also, ja, nicht du. Du. Also mir hat, 2L. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Es war ein bekanntes Thema von mir und ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, mir das zu vermitteln, was ich falsch mache. Habt mir oft genug gesagt, wenn ich in diesen alten Rhythmus nochmal reinfalle, Ellenbogen angewinkelt, Arme zu strack. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen verinnerlicht. Ich vermute, ich muss wiederkommen und nochmal kommen und nochmal kommen. Weil in meinem Alter ist es ja doch schon so, man lernt nicht mehr so schnell. Aber echt top gemacht und mit meinen zwei Mitstreitern hatte ich ja auch gute Kollegen. Kommt ja auch nicht immer vor. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe mich mega gut aufgehoben gefühlt. Super Team. Ich bin heute tiefer gekommen, als ich gedacht habe. Ich hätte also nicht damit gedacht, dass ich wirklich hier die Dinger hier einweihe. Ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Wetter, gut, das hätte ein klein bisschen besser sein können, aber noch besser. Also ich fand alles top und mir geht es so wie dir, Thomas. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal kommen müssen. Ne? Ich bin vielleicht ein klein bisschen jünger, aber genauso schwer im Begriff manchmal. Ja. Irgendwann fängt das an. Ja. Also ich möchte mich dann auch beim Moto-Team bedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war richtig gut, sehr lehrreich. Ich habe auch mitgenommen, was ich mitnehmen wollte. So, ich denke, dass sie sogar beidseitig, jawohl. Ja, ich denke, dass man es auch für die Straße viel bringen wird. Ich hoffe dann eine gute neue Saison und auch ich denke, dass wir uns dann irgendwann wiedersehen, dann vielleicht auch am Kartring oder ähnliches, um das Ganze noch mal ein bisschen zu verfeinern, auszumerzen, was noch besser gemacht werden kann. Und ich freue mich einfach, neue Erfahrungen machen zu dürfen. Danke. Ja, war eine tolle Veranstaltung. Ich war ja gestern schon da. Waren etliche mehr an Teilnehmern. Wetter war total verrückt gestern, heute ähnlich, aber ein bisschen besser, wenn man dazu sagen kann. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch gestern, wo ich noch fahren konnte. Ich habe aber meinem Knie das heute nicht zugemutet und das war auch gut so. Und bis zum nächsten Termin, Vogelsbergring, ist ja schon in fünf Wochen. In etwa muss ich auf jeden Fall ein bisschen fitter werden. Und ich lasse auch mal bei das Knie noch gucken, dass das nicht da wieder zum Ausschluss führt. Ja, das ist sehr ärgerlich. Super Schmiernippel aus Edelstahl. Ja, Gewinde reinschneiden und dann, genau, wird geschmiert. Nee, tolle Veranstaltung. Und was ich so mitgekriegt habe unter den Teilnehmern, alle begeistert, auch gestern, super Anklang und die Instruktionen, die man bekommen hat, die Anleitung während der Fahrt über Funk, hat jedem sehr, sehr viel gebracht. Ja, das konnte man auf jeden Fall raushören und ja, auf jeden Fall zu empfehlen. Und ja, jetzt mache ich direkt Abmoderation. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da und Moto-Team.
Und über jeden Abonnenten freue ich mich tierisch. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Video. Euer Hemi.